Hallo, herzlich willkommen. Auch ich bin natürlich auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsbaum. Und jetzt bin ich natürlich auch selber ein bisschen spät dran, aber ich werde sicherlich noch einen finden und dann erzähle ich mal, worauf ich so achte. Was ich persönlich total gut finde, ist, wenn der Weihnachtsbaum so Etagen hat hier. Na? Und wenn mir dann zu wenig Etagen da sind, dann schneide ich auch mit der Schere nochmal einen Zweig raus, weil die Kugeln, die möchte ich ja ganz gerne hier reinhängen. Und die Lichterkette, die möchte ich auch hier reinhängen. Und wenn da kein Platz ist, dann helfe ich einfach nochmal mit der Schere ein bisschen nach. Ja, hier zum Beispiel, da sieht man, der ist natürlich super garniert. Das heißt, der hat total viele Äste, der ist super gut gewachsen. Aber für das, was ich möchte, ist dieser Baum jetzt im Moment weniger gut geeignet, weil ich kann ja hier gar nichts reinhängen. Na, und wenn ich ja nichts reinhängen kann, dann gehe ich immer schon mal mit der Schere hin und schneide einen Kranz raus. Schön nah abschneiden, weglegen, noch für die Dekoration benutzen. Und dann klappt es hier auch mit den Weihnachtsbaumkugeln. Ja, wir wollen natürlich alle einen grünen Baum. Jetzt sind die heute alle weiß. Die sind schön gefrostet und jetzt stellt sich natürlich die Frage, schadet das denn dem Weihnachtsbaum? Ich sage, nein, auf gar keinen Fall, weil wenn jetzt der Frost weggeht, dann hat der Baum auch etwas Feuchtigkeit mehr und das tut dem Baum eigentlich nur gut, wenn er mal ein bisschen Kälte abbekommt. Ja, jeder hat ja so seine eigenen Kriterien für einen optimalen Weihnachtsbaum. Groß, klein, für mich halt dieses Etagierte. Die breiten Bäume, die sind natürlich super gut, wenn man sehr viel Dekoration hat und üppig schmücken möchte. Ich hätte ganz gerne einen schmalen Baum, weil er halt besser an die Stelle passt, wo er hin soll. Meine Kinder hätten ganz gerne einen Baum mit hohen Beinen, das heißt also den unteren Ring weggeschnitten, damit ordentlich viel Geschenke darunter passen. Aber die Kinder sind ja nicht dabei, also habe ich heute freie Auswahl. Ja, ich habe jetzt meinen Baum gefunden und wie auch immer, wir haben für jeden Geschmack etwas dabei und dann wünsche ich Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit und fröhliche Weihnachten. Bis bald!